Hey, so schön, dass du mit eingeschaltet hast. Willkommen zu Folge Nummer 4 von unserem Podcast Nicht zu unterschätzen. So cool, Markus, dass wir die Zeit wieder haben über dein besonderes Buch. Wir haben ein besonderes Kapitel jetzt. Wir haben zwei Kapitel hinter uns. Und jetzt haben wir eine besondere Thema, die sehr wichtig ist, glaube ich, für diese Generation. Vielleicht kannst du ein bisschen über unser Thema heute sagen. Ja, hey, Lukas, ich freue mich auf die Zeit. Und wenn du eingeschaltet hast hier bei dem Podcast, heute sprechen wir vor allem über das Thema Identität, über Mobbing, über Selbstzweifel. Und so viele Leute sind heutzutage damit konfrontiert, in der Schule, in der Uni, auch zum Teil in der Familie oder in der Nachbarschaft. Und ich hoffe, dass wir dir helfen können, wenn du vielleicht auch gerade mit Mobbing oder solchen Themen konfrontiert bist, sodass auch Gott dann einen Weg hat, um dir zu helfen. Und ich hoffe, dass meine Story auch dir hilft, da in deiner speziellen Situation. Sehr gut, Markus. Du beginnst mit einem Skiurlaub in dem dritten Kapitel. Ja. So wie ich verstanden habe, gab es da viele Konflikte. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dich das so geprägt hat in deiner Jugend, in deiner Identität? Ja, also das war in der 6. Klasse und ich habe Skifahren geliebt. Ja. Wir waren als Kind immer Skifahren und so. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, weil eben Jahre vergangen sind und dann eben die Möglichkeit auf einmal wieder da war, Ski zu fahren. Und es war eben so, die ganze Schule war da eingeladen, so eine Ausfahrt dann zu machen. Ich war einer der Jüngsten, der da mit konnte. Und dann waren wir da eben auf dem Skigebiet, erster Tag, großartig, super Piste. Und dann eben am Abend waren es dann immer, ja, alle waren halt Jungs in einem Zimmer, auch verschiedene Altersstufen. Und da habe ich dann schon so im ersten Abend gemerkt, hey, hier läuft die Uhr einfach ein bisschen anders, als ich so mit meiner christlichen Erziehung, Sozialisierung, ich eben auch von Freizeiten das so gekannt habe. So, die haben dann da schon am ersten Abend Pornos, Hefte rausgeholt und sich dann reingezogen, die Dinger rumgegeben und so. Und ich habe eben so an diesem ersten Abend da versucht, mich eher davon zu stehlen, habe mich so ein bisschen schlafend gestellt, um irgendwie so durch diesen Abend, durch diese Nacht durchzukommen. Am ersten Abend hat das auch ganz gut noch geklappt, aber dann in der Folge so ist es dann viel, viel schwieriger geworden. Wie hat sich das Ganze entwickelt, so die nächsten Tage? So. Ja, das hat sich dann schon richtig hochgeschaukelt. Dann waren dann irgendwann mal auch Drogen im Spiel. Und oh, krass. Ich weiß dann, so ab dem zweiten Abend, so, die haben dann eben vor allem bei mir halt nicht locker gelassen. Die haben halt gemerkt, so, ey, der Markus, der macht da jetzt nicht so mit. So, ich wollte das auch einfach nicht. Und auf einmal hat sich so der Blick und der Fokus von meinem ganzen Zimmer so auf mich zentriert, weil ich eben der Einzige war, der eben nicht mitgemacht hat. Und es ging halt dann so weit, dass ich gemerkt habe, dass ich auf einmal der Außenseiter war, dass ich auf einmal der war, der nicht Teil der Gruppe war, so, der nicht dazugehört hat. Und ich sag mal, die Gruppe hat mir schon das Gefühl da auch ganz klar gegeben, so, wenn ich nicht mitmache, so, dann gehöre ich auch nicht mit dazu. Und dieses Erlebnis oder diese Erfahrung, die habe ich davor nicht gekannt. So eben, ich sage mal, ich bin in einem gut behüteten Umfeld, würde ich sagen, aufgewachsen. Und eben auch in der christlichen Jugendgruppe, wo ich war, so, da war zumindest immer das Miteinander, wurde stark gefördert. Und da war so dann das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so, hey, ich gehöre nicht mit dazu, weil ich nicht die Dinge tue, die anderen machen, wo ich auch überhaupt keinen Bock drauf hatte. Aber eben, das hat mich in eine Situation gebracht, dass ich eben zum kompletten Außenseiter geworden bin. Und das hat schon was in meiner Identität und mit meinem Leben gemacht. Das war wie so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, auf einmal, hey, ich tick anders als die anderen. Und das mich dann vor eine Herausforderung gestellt hat, okay, möchte ich denn so sein oder nicht? Am Ende ist unsere Identität immer ganz stark mit solchen Momenten verbunden, wo wir eben Entscheidungen in unserem Leben treffen, in welche Richtung es weitergeht oder eben nicht. Das heißt, du bist quasi, wie man es mal sagt, du bist gegen den Strom irgendwie, hast geschwommen, so, bist irgendwie wie ein Fisch gegen den Strom. Also hier auf der Freizeit auf jeden Fall, für mich war das so, für mich war das klar, aber als ich dann auf der Rückfahrt in den Bus
gesessen bin, da habe ich in meinem Herzen so eine Entscheidung getroffen, was dann die nächsten Jahre mein Leben schon stark geprägt hat, dass ich gesagt habe, ey, sowas wird mir nie wieder passieren. So, ich werde euch zeigen, dass ich wertvoll bin, dass ich auch angenommen werden muss, so wie ich bin. So, für mich war klar, so, dass dieses Erlebnis, was ich hatte, dass ich nicht will, dass das nochmal passiert und dass ich bereit bin, eben koste es, was es wolle, für die Anerkennung zu kämpfen. Hat dich dann irgendwie, du meintest, du kommst ja aus einem Background, so wo du christlich aufgewachsen bist. Wie hat dich der Glaube da in der Zeit unterstützt oder in diese Momente quasi? Weil du hast dich, wie du erzählt hast, irgendwie warst du so ein bisschen der Außenseiter. So. Wie hat dich der Glaube unterstützt dann in dem Moment? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich so quasi fast in dieser Fahrt nach Hause meinen kompletten Glaube erstmal beiseite gelegt. Ah, okay. Und das hat eben viele schwierige Jahre in meinem Leben dann letztendlich verursacht. So viele Zeiten auch von Zweifel, von Zerrissenheit, auch von Schwierigkeiten, wo ich einfach nur nach dem gesucht habe, irgendwie Anerkennung zu bekommen, ein Feedback zu kommen, als aus dem herauszuleben, was eigentlich Gott über mein Leben sagt. Und deswegen hat mein Glaube mir erst so später wieder geholfen, als ich so mein Fundament versetzt habe, wo ich wieder gesagt habe, komm, ich fange an, nicht meine Identität aus dem herauszunehmen, was andere über mich sagen oder was meine Klassenkameraden über mich denken, sondern als ich wieder zurückgekommen bin an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, was sagt eigentlich Gott über mich? So, dass das die Grundlage für mein Leben sein soll, was das Wort Gottes über mich sagt und mein Leben definiert. Das erinnert mich irgendwie an die Story von meinem kleinen Bruder, der ist genau dein Alter, auch christlich aufgewachsen, wurde genau mit denselben Sachen konfrontiert von seinem Mitschüler. Auch ich hatte damit zu kämpfen. Was würdest du der Jugend heutzutage empfehlen? Weil ich glaube, Mobbing und Ablehnung ist schon so ein Thema heutzutage. Ja, extrem. Also ich glaube, jeder erlebt es auch irgendwo. Häufig ist es halt eine Verletzung, die erstmal ganz intim im Herzen passiert. Das sind dann eben Entscheidungen, die man oft nicht mit anderen bespricht, sondern solche subtilen Dinge, die irgendwo im Bereich des Herzens dann stattfinden. Und ich denke, das Erste, was eben hilft, ist anzufangen, mit anderen drüber zu sprechen. Eben vor allem auch wir als Kirche, als Gemeinde, als Leute, die Jesus nachfolgen. Hey, wir sollten eine Community sein, wo wir über auch gerade solche Herausforderungen auch reden können, wenn Mobbing da ist oder eben wenn, nur weil wir anders glauben oder anders leben als andere, so dass wir eben deswegen diskriminiert werden oder ausgestoßen werden auch aus einer Gruppe. Und deswegen ist so dieser Austausch und das Gespräch, denke ich, der erste Ansatz, so wo wir anfangen müssen oder wo jeder auch persönlich bei sich anfangen soll, wenn er Dinge erlebt, wo Ausgrenzung da ist, eben sich Menschen zu suchen, so mit denen er auch drüber reden kann. Du hast auch ganz viel über Entscheidungen gesprochen. Ja. So, man muss sich ja entscheiden, dagegen zu sein, also anders zu sein. Und ich glaube, du hast mehrmals im Leben entscheidende Richtungswechsel vorgenommen. Welche Entscheidung würdest du sagen, hey, das war die wichtigste auf deiner Reise so zur Selbsterkennung? So? Die wichtigste Entscheidung war sicher, das zu verstehen, wer ich wirklich in Jesus Christus bin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als so Teenager war das für mich schwierig, das zu greifen, schwierig, das wirklich zu nehmen. Ich habe zwar viel gesehen und auch erlebt, aber eben so Identität ist einfach was sehr, sehr Intimes, sehr Tiefgreifendes. So, das prägt und lenkt unser Leben. Deswegen ist es auch heutzutage vielleicht mit einer der umkämpftesten Sachen im Leben von jungen Menschen, ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Ob das jetzt irgendwelche auch zum Teil politische Debatten angeht. So, du merkst, viele der großen Themen, die unsere Welt auch aktuell prägt, sind einfach Themen der Identität. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, was unser Leben ausmacht, warum wir hier auf dieser Erde leben, so dann können wir auch kein Leben aus Gottes Sicht
leben, was eben nicht zu unterschätzen ist. So, deswegen, wenn wir ein Leben führen wollen, was die Welt verändert, so, dann müssen wir verstehen, wer wir wirklich sind. Und das war wirklich so dieser Kampf, den ich in mir hatte. Ich habe zwar viele Werte und ich würde auch sagen, eine christliche Sozialisierung mitbekommen, aber am Ende ist es was Oberflächliches. Wir müssen das in der Tiefe verstehen und begreifen, dass wir vor allem dann, wenn Herausforderungen kommen, auch wirklich aus dem heraus leben können. Das heißt, man muss sich selber erstmal akzeptieren und annehmen, so wie man ist einfach. Wie bist du zu dieser Akzeptanz gekommen? Oder wie hat dich das auch so geprägt aus deinen Erfahrungen so in der Jugend? Ich glaube, wir müssen aus dem herauskommen, was Gott über uns sagt. So, da werden wir auch immer wieder drauf landen. So, was sagt Gott, wer ich bin? Und letztendlich ist es auch eine Reise. So, ich denke, dass wir schon Dinge verstehen oder es gibt solche Aha-Momente oder auch große entscheidenden Offenbarungen, die unser Leben prägen und eine Richtung geben können. Aber letztendlich ist es eine Reise, wo wir mit Gott unterwegs sind, wo wir immer mehr erkennen dürfen, wer wir wirklich sind. Die Bibel sagt, wenn wir auf Jesus schauen, so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also wenn wir uns anfangen, mit ihm auseinanderzusetzen, sein Wort zu lesen, einfach Gemeinschaft mit Gott zu haben, so dann können wir immer mehr entdecken, auch immer mehr diese Verwandlung erfahren, dass wir uns eben in das Bild von Jesus selber hineinverwandeln. Und ich denke, das sollte am Ende auch das Ziel von unserem Leben sein, dass wir sagen, hey, wir leben so, wie Jesus selber gelebt hat, wie unser Vorbild das Leben hier auf dieser Erde gestaltet hat. Man fühlt sich oft allein. Ja. Wie wichtig waren für dich deine Freunde, dass du Gemeinschaft hast in so einer Zeit, halt in deiner Jugend? Also Freunde sind absolut entscheidend. Ich habe ja vorher auch gesagt, so dieser Austausch, das Gespräch ist ganz wichtig. Wenn man eben Ablehnung, wenn man Mobbing erfährt, so, dann ist ganz wichtig, dass man Menschen hat auf der anderen Seite, wo man eben das reflektieren kann, wo man drüber reden kann, wo man eben vielleicht sich selber auch ein Stück weit hinterfragen kann, hey, was passiert hier gerade? Weil eben, man kann Dinge auch in sich reinfressen oder eben, dann kommt dieser, wie so ein inneres Karussell, was dann angetreten wird, was dann auch zu ganz komischen Vorstellungen führt. Und deswegen brauchen wir Freunde, wir brauchen einander. Freunde zeigen sich dann, gerade wenn Dinge auch nicht so einfach sind, so, oder gerade in Schwierigkeiten und eben Herausforderungen, zeigt sich, wer ein wahrer Freund ist. Und wir alle brauchen Freunde. So, und Freundschaft fängt immer da an, erstmal selber ein guter Freund zu sein. Also wenn du zum Beispiel jetzt den Podcast anschaust oder anhörst und sagst, hey, ich habe keinen Freund oder keinen Kumpel oder Freundin, so dann fang an, erstmal selber ein guter Freund zu sein. Ja? Fang an, denen Menschen auch zu begegnen, ein Freund zu sein, die Herausforderungen haben, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht irgendwo gemobbt werden. Fang an, ein guter Freund genau für diese Menschen zu sein, und du wirst erleben, dass auch Menschen dir in deiner Not und in deiner Schwierigkeit auch begegnen werden. Markus, wahre Freundschaften entstehen in schwierigen Situationen. Heutzutage leben wir in einer Welt, wo Social Media so im Fokus steht. Und ich glaube, Social Media ist auch, es kann zu Hilfe sein, aber es ist auch eine Herausforderung. Ich glaube, ganz viele heutzutage vergleichen sich zu Social Media. Oder wie siehst du das heutzutage? Ja. Was sind die Herausforderungen heutzutage durch die ganze Social Media und so weiter? Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Das sind sicher viele Faktoren, die da mit reinkommen, was eben vor allem auch diese Vorstellung des Lebens ganz stark auch prägen. Letztendlich ist das, was wir uns anschauen, was unsere Aufmerksamkeit hat, das wird unser Leben prägen und das wird unserem Leben eine Richtung geben. Letztendlich ist so, das, was wir sehen, ist das, was wir werden oder das, was uns beeinflusst. Und das Problem sicher an den sozialen Medien
ist eben neben all den positiven Dingen, dass wir uns vernetzen können, dass wir auch gute Inhalte teilen können, ist halt, dass eben die Darstellung oder auch die Selbstdarstellung eben immer extrem positiv oder extrem einseitig, auch ein bisschen, dass es eben zwar authentisch gemacht, aber in der Tiefe überhaupt nicht authentisch ist. Und das verleitet natürlich viele Menschen auch zu einem ganz verschobenen Bild über sich selber, einem verschobenen Bild über wie die Welt und das Leben eigentlich funktioniert. Und das geht ja bis dahin, dass es extreme Suchtgefährdungen hat, von dem auch, was Leute an Stunden, an Zeit sich mit den sozialen Medien beschäftigen und füllen und damit natürlich auch ihr Leben prägen und eine Richtung geben. Und ich denke, einer der Faktoren ist sicher, warum viele auch heutzutage depressiv sind, ist eben, weil sie so viele Dinge sehen, was sie vielleicht gerne haben würden, was sie sich gerne kaufen würden oder wie sie gerne sein wollten, aber am Ende gar nicht sind. Und deswegen brauchen wir vielleicht in dieser Zeit heute noch viel, viel mehr als jemals zuvor eine tiefe Offenbarung von unserer Identität aus dem Wort Gottes heraus, wer wir wirklich sind, dass wir in diesem Babylon der Kommunikation, dass wir unsere zwar leben, aber eben nicht bestimmt werden, sondern aus der Identität, was eben Gott über uns sagt und wie Gott uns definiert, heraus leben und dann eben einen Unterschied machen in dieser Welt. Das hast du auch als junger Mann schon erlebt, erfahren. Wenn ich dich so fragen würde, was sind so die Sachen, die du erfahren hast, die du erlebt hast, wo du merkst, das hat mein Leben lang oder mein Ich gerade so dich gerade so beeinflusst oder dein Leben früher als Jugendlicher, wie hat es dein Leben heute beeinflusst oder deine Entscheidungen heutzutage? Ja, also eben diese Entscheidung da in dem Schullandheim, das hat viele Jahre, würde ich sagen, mein Leben negativ geprägt. So, und ich musste erst wieder an einen Punkt kommen, wo ich verstanden habe, so hey, ich lebe nicht für die Anerkennung der anderen, ich lebe nicht für das, was andere über mich denken oder fühlen oder über mich sagen, sondern ich möchte aus dem heraus leben, was eben Gott über mich denkt und sagt. Und das war eine richtige Reise. Aber auf der anderen Seite haben mir auch wieder diese negativen Erlebnisse auch geholfen, so Gott auch nochmal ganz neu zu entdecken. Ein bekannter Prediger hat mal zum Beispiel gesagt, wenn du für den Applaus der Menschen lebst, dann wirst du letztendlich auch für den Applaus oder der Applaus der Menschen oder der Applaus, wenn er nicht kommt, der wird dich dann am Ende auch zugrunde richten. Und das hat mir zum Beispiel ganz stark geholfen, dass ich gesagt habe, hey, ich will gar nicht für das leben, was jetzt andere für eine Meinung haben, sondern ich will für das leben, was Gott für mich hat und über mich denkt und aus der Identität heraus, so, das hat dann mein Leben wirklich eine Grundlage gegeben und eine Richtung. Aber das hat eine Weile auch gebraucht. Und eben wenn auch du jetzt hier beim Podcast gerade zuschaust oder zuhörst, Gott will dir helfen, dass du aus seiner Identität heraus lebst, dass du verstehst, wer du wirklich bist. Das ist so wichtig heutzutage, zu verstehen, wer wir wirklich sind, aus dem Wort Gottes heraus. Und wenn du jetzt aktuell überhaupt das gar nicht weißt, dann will ich dich einladen, einfach, dass du auch während dem Podcast oder nach dem Podcast dich einfach den Moment nimmst, wo du den Heiligen Geist einlädst und sagst, hey, du sollst mir helfen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mich in alle Wahrheit hineinzuleiten. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes selber. Das hat mir geholfen, einfach in diesem Prozess immer wieder die Gegenwart Gottes zu suchen, den Heiligen Geist einzuladen und sagen, hey, du bist mein Trainer, du bist der, der mir Offenbarung und Erkenntnis geben möchte. Und dann eben diese Dinge, die mich beschäftigt haben, dann auch mit ihm durchzubeten. So, das hat mich dann auf dieser Reise eben ganz stark die Richtung und die Perspektive auch gegeben. Danke, Markus. Wir kommen schon langsam zum Ende. Vielleicht noch so die letzte Frage oder beziehungsweise wahrscheinlich hast du ganz viele junge Leser.
Wie würdest du oder was wäre der Message für deine Leser sein, für die jungen Menschen heutzutage? Was wäre so die Botschaft, die du ihnen auf den Weg geben würdest? Ja, also Lukas, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Identität als eine Reise versteht, so dass wir eben nicht auf das schauen, was die Welt uns sagt oder andere über uns sagen, sondern dass wir aus dem heraus leben, was Gott uns sagt und dass wir uns eben von dem prägen lassen. Und eben das ist eine Reise. Wir müssen an Erkenntnis und an Offenbarung auch wachsen. Und deswegen hilft es, sich auch Inhalte, vor allem göttlich inspirierte Inhalte anzuschauen, die eben auch Identität ganz stark prägen. Zum Beispiel in unserer Bibelschule im Revival College machen wir die ersten Monate, es geht nur um Identität, weil es so wichtig ist zu verstehen, wer wir wirklich sind. Und eben ist es eine Reise, ist es ein Prozess. Und wenn du auf diesem Prozess bist, so dann lade den Geist Gottes ein. Ja, du bist nicht alleine. Integrier Freunde, Mentoren, Pastoren, deine Leiter in deine Reise und fang an, das zu reflektieren, was in dir passiert. Und vor allem lade den Heiligen Geist ein, dir zu helfen und dich zu supporten. Und du wirst erleben, dass er dich in alle Wahrheit, in ein volles Maß, auch an Erkenntnis auch wachsen lassen will. Und das Beste, was Gott vorbereitet hat, hey, das liegt noch vor dir. Deswegen gib nicht auf, bleib weiter dran. Und ja, und ich bin echt gespannt, auch von vielen, vielen jungen Leuten auch zu hören, die über die Jahre wirklich das genommen haben, was Gott in ihrem Leben gesagt hat und die Welt damit verändert haben. Danke, Markus. Es war mir eine Ehre, von dir zu lernen, von dir zu hören. Wir sind zum Ende gekommen. Ich hoffe, es hat euch auch geprägt und beeinflusst. Es waren so gute Sachen drin. Ich freue mich auf das nächste Episode. Sei mit dabei. Bis bald.